Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture in Film. Agnes Varda ist das große Thema, Selbstporträts von anderen heißt die Überschrift. Ja, und ich hoffe, Sie trotzen der Erkältungswelle besser, als ich es tue, denn es lohnt sich sehr, was wir Ihnen jetzt heute und in den nächsten Wochen zu bieten haben. Alleine die heutige Referentin ist persönlich befreundet, würde ich sogar sagen, mit Agnes und hat gerade auch für einen Katalog etwas geschrieben von ihr. Also das lohnt sich sehr, da werden wir ganz, ganz viel Spannendes erfahren, zumal es auch interdisziplinär sein wird, was wir ja auch immer gerne bei diesen Lectures gemacht haben. Heute geht es um Fotografie und das ist ein Feld, was Agnes Varda natürlich sehr am Herzen liegt und ich glaube, wir können sehr, sehr viel erfahren, weil vieles gibt es auch noch nicht mal auf DVD, was wir heute sehen werden. Ja, diese Reihe geht weiter, wie immer mit einem Begleitprogramm zunächst, auf das ich eingehen möchte. Und zwar widmen wir uns feministischen Filmen in Deutschland zunächst im Februar. Da zeigen wir zum Beispiel Schlaf der Vernunft von Ulla Stöckel. Ich denke oft an Hawaii von Elfi Mikesch und Hungerjahre von Jutta Brückner. Darauf möchte ich sehr, sehr gerne hinweisen, weil auch diese Filme selten im Kino zu sehen sind. So, aber das große Highlight vor der heutigen Veranstaltung habe ich mir für den Schluss aufgespart. Am 11.02., wie Sie vielleicht schon gelesen haben in der Presse, wird Agnes Varda den Max-Beckmann-Preis der Stadt Frankfurt verliehen bekommen. Aber dem nicht genug. Das ist zufällig ein Tag, an dem wir auch eine Lecture-Veranstaltung haben. Das heißt, sie wird um 18 Uhr dieser Preisverleihung beiwohnen und dann tatsächlich heute in zwei Wochen um 20.15 Uhr hier bei uns zu Gast sein. Und ich kann Ihnen nur ans Herz legen, bereits morgen anzurufen, wenn Sie eine Karte haben wollen, weil es tatsächlich einen großen Andrang erwarten lässt. Aber wenn Sie da keine Karte kriegen sollten, weil das vielleicht sehr voll ist und alles sehr, sehr spontan und auch nur im eher kleinen Rahmen jetzt geplant wurde, es gibt noch eine zweite Veranstaltung, bei der sie kommen wird. Auch das hat sie jetzt final zugesagt, nämlich am 14. April. Und da wird sie dann eben auch den Simon Cinema zeigen, den wunderbaren Film über die Kinogeschichte, der auch perfekt hier ins Filmmuseum passt. Da werden wir das dann auch nochmal parallel ins Erdgeschoss übertragen. Also jetzt ist die Chance in zwei Wochen, Chaco de Nantes, der Film über ihren Ehemann, den zeigen wir und vorher wird sie eine Stunde lang hier bei uns zu Gast sein. Und dass das alles möglich ist, da möchte ich auch einfach nochmal unseren Partnern danken, zum einen der Goethe-Universität und vor allen Dingen dem Exzellenzcluster, dass wir hier diese Veranstaltung und Agnes Varda selbst hier haben können, das ist großartig. Dafür einen Applaus an dieser Stelle. So, genug der Vorfreude. Jetzt kommt die Vorfreude auf den heutigen Abend. Begrüßen Sie Marc Siegel, der unseren Gast heute vorstellt. Ich wünsche viel Spaß. Hallo. Ja, heute Abend ist ein besonderer Abend, weil ich erstmal auf Deutsch rede. Und unsere Referentin, die in Deutschland geboren worden ist, auf Englisch reden wird. Aber erstmal etwas vorab. Alle Studierenden, die einen Schein haben wollen, sollten nachher zu mir kommen und ihr Name auf diese Liste, was jetzt dokumentiert worden ist und auf Facebook durch die Welt geht. Unsere Spießigkeit wird hier dokumentiert und sie sollten sich anmelden. Und auch morgen wird Dominik Bluhr, unser Referenten, ein Workshop geben zum Thema Curating Agnes Varda, ein Thema, worüber sie sich sehr gut auskennt. Und das wird morgen an der Goethe-Uni, alle sind herzlich eingeladen, nicht nur Studierenden. Und das wird von 10 bis 12 Uhr morgen in IG Farben, Hauptgebäude im Zimmer 7312. Das ist unser Filmraum. I'll just say that in English also, that tomorrow Dominik Bluhr will give a workshop at the university from 10 to 12. And that's in the film room in the IG Farben building. So you're all welcome. The subject will be curating Agnes Varda. And now, so wie ein guter Schüler, habe ich mein Deutsch-Unterrichtsreferat vorbereitet für Sie. Eine Wissenschaftlerin, die Grenzen zwischen Theorie und Praxis ständig und konsequent überschreitet,
ist außergewöhnlich. Dominique Bleuer ist außergewöhnlich. Sie bewegt sich zwischen Filmfestivals und Filmproduktionen, zwischen Universitäten und Galerien. Vor 15 Jahren hat sie französische Filme für die Forum-Sektion der Berlinale vorausgewählt. Vor 10 Jahren hat sie als Übersetzerin die Untertitel für zahlreiche französische, unabhängige und dokumentarische Filme gemacht. Als sie Ende der 90er Jahre das Institut für Theater- und Filmwissenschaft an der Universität Rennes geleitet hat, hat sie einen Forschungsschwerpunkt zu französischen Kurzfilmen der 50er und 60er Jahre entwickelt, in dessen Rahmen sie sich mit der früheren dokumentarischen Arbeiten von unter anderem Agnès Varda beschäftigte. Subjektive Dokumentarfilme ist der schöne Begriff, den Varda selbst mal angewendet hat, um ihre eigene dokumentarische Arbeiten zu beschreiben. Subjektive Dokumentarfilme. Ja. Und neben Bleuers Interesse für Filmtheorie, Filmanalyse und französisches Kino findet man in ihren zahlreichen Texten eine immer wiederkehrende Auseinandersetzung mit Subjektivität und mit dem Dokumentarischen. Sei es in Artikeln zu Vardas Filme und Installationen oder in Arbeiten zum international eher unbekannteren Filmschaffenden wie David Perlov oder Josef Morder. Das Unbekannte, die Alternativen zu gewöhnlichen filmwissenschaftlichen Gegenständen motivieren und inspirieren die Arbeiten von Bleuer. Sie ist Dozentin am Institut für Film- und Medienwissenschaft und am Institut für Visual Arts an der University of Chicago. Und sie arbeitet gerade an zwei Büchern, so wie ich das verstanden habe. Einen zu Josef Morder und eins zum Thema autobiografischen Filme. Als Kuratorin hat Dominique Bleuer mit einer Ausstellung 2009 Vardas Bewegtbildinstallationen in die US-amerikanische Kunstwelt eingeführt. Das war in der Tat die erste Ausstellung von Vardas Videoinstallationen in den USA, was Dominique Bleuer kuratiert hat. Herbst 2015 kuratierte sie Vardas Arbeiten wieder. Diesmal eine Ausstellung, die Vardas Videoinstallationen zusammen mit ihren Fotografien gebracht hat. Das Thema der Ausstellung mit dem schönen Titel Agnès Varda, ein schöner Untertitel, obwohl das ist eigentlich sehr schön. Photographs Get Moving, Potatoes and Shells Too, die in Chicagos Logan Center for the Arts zu sehen war, taucht, so das Thema dieser Ausstellung, Photographs Get Moving, taucht sich sicher wieder in Dominiques Präsentation heute Abend auf. Und ich freue mich sehr, dass jetzt zu hören, besonders aus jemand, der auch versucht, als Wissenschaftler etwas in der Kunstwelt ab und zu machen, ist es eine Ehre, von Dominique zu lernen. Bitte grüßt mit mir Dominique Bleuer. Ganz vielen herzlichen Dank, Marc. Das war wirklich fantastisch. Und ich werde jetzt ein bisschen Deutsch reden, damit Sie verstehen, dass das vielleicht doch gut ist, dass ich auf Englisch den Vortrag halten werde. Also im Ersten wollte ich nochmal ganz herzlich mich bei den Organisatoren bedanken. Und das ist so eine fantastische Reihe zu Agnès Varda. Ich bin, wie Marc sagte, ich bin jetzt, glaube ich, 10 Jahre mit Agnès befreundet und ihr monumentales Werk ist nach wie vor von größter Faszination und ich kann nicht, ist ständig eine Inspiration für mich. Aber ich bin seit 30 Jahren aus Deutschland weg und ich habe in Frankreich studiert und gelehrt und dann bin ich in die Staaten gegangen und meine ganze Terminologie ist, ich könnte es auf Französisch und kann es auf Englisch machen. Und ich werde jetzt Agnès einfach auch als einen Vorwand nehmen, weil sie mich in letzter Minute gefragt hat, einen Katalogtext für ihre nächste Ausstellung zu schreiben, die in ihrer, in Ixelles, wo sie geboren wurde, stattfinden wird nächsten Monat.
Und da hatte ich nun wirklich keine Zeit, mich selber ins Deutsche zu übersetzen. Also ich kann hoffentlich die Fragen alle auf Deutsch beantworten, nicht nur hören, aber vielleicht sogar auf Deutsch beantworten. Aber meinen Vortrag werde ich auf Englisch halten. So, nach vielen Hin und Her haben wir jetzt doch beschlossen, dass wir die verschiedenen Kurzfilme, die ich besprechen werde, in das Programm einbauen. So, wir werden Lecture, Film machen und dann zum Ende jede Menge hoffentlich Fragen, Bemerkungen, Kommentare, Nachfragen. Ich habe versucht, mich kurz zu halten, damit man vielleicht im Gespräch dann noch verschiedene Sachen, die Sie interessieren, weiterentwickeln kann. Vielleicht nur ganz kurz, deswegen auch der Hinweis, das Café wird in einer Viertelstunde schließen. Wer noch was zu trinken haben möchte, der kann das jetzt noch tun, aber nachher eben leider nicht mehr. Das nur als organisatorischer Hinweis. Jetzt habe ich auch verstanden, warum so viele Leute da sind, weil die alle Scheine haben wollen. Ich dachte, die wären alle an Agnès Varda interessiert. Okay, let's get started. So, the title for the Cine Expo refers to an event last October that Mark mentioned when Agnès Varda came for a 10-day residency to the University of Chicago. Her residency included an important program of films, an artist talk, master classes, and gallery talks. And in this context, I also co-created a show of her recent artistic work, and that was shown in the university gallery space. And as Mark said already, it is called Photographs Get Moving, Potatoes and Shells Too. That's so Agnès Varda. For my second collaboration with this extraordinary inventive filmmaker and visual artist, we wanted to create a dialogue between still photography and moving images. Varda's filmmaking roots are in photography. From her earliest work on, she has been exploring and questioning the polarity between the still and the moving, the broken and the continuous, the fleeting and the fixed or captured. Even if Varda started as a photographer and then quickly became a filmmaker before turning in 2003 into a young visual artist, as she likes to describe herself, these three media kept reconnecting, complementing, and intertwining as a matter and a subject throughout her career. So in my talk today, I want to focus on and show you some of Varda's photo films and photo installations. Oh, you can't hear me? It's better? I'm just afraid that it's too close. It's fine or is it too close? It's fine? Good. So, well, the program is two films, Salut les Cubains, Ulysse, a selection of five mini films from her TV series, 1 Minute for One Image, and two video installations, one composed by the photography. La Terrasse, Le Corbusier, and the video Les gens de la Terrasse, and then a triptych called Marie dans le vent from her series Portrait à volée vidéo, what could be translated Portraits with Video Wings or Video Panels. Salut les Cubains was finished in 93. And except of the short prologue, the film consists of 1,500 black and white photographs that Varda has taken during a sojourn in Cuba in 62 and animated with a rostrum camera. She went to Cuba in December 62, accompanied by Jacques Ledoux, director of the Cinémathèque Royale in Brussels, only 4 years after Castro's revolutionary organization, which included Che Guevara and his brother Raúl Castro, overthrew the Batista dictatorship and launched the Cuban Revolution. It's really important to situate the film within its time. At that time, many intellectuals and artists were fascinated by the Cuban Revolution and traveled to Cuba. Among others, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gérard Philippe, Henri Cartier-Bresson, René Preury, Michel Leiris, Marguerite Duras, Joris Evens, and Chris Marker. Evens came to Cuba in 60 to teach filmmaking at the newly founded Cuban Institute of Cinematographic Art and Industry, and he made two short films there. The same year,
Chris Marker visited Cuba to film the first anniversary of the Cuban Revolution. The resulting film, Cuba Sea, in which Marker doesn't shy away to express his political sympathies for the popular struggles, was banned in France until February 63 for reason of threat to the public order. Evans and Marker have both been invited by Alfredo Guerra, the director of the Cuban Institute for Cinematographic Arts and Industry. And he was also the one who invited Varda. According to Varda, it was Marker who encouraged her to go to Cuba. And was it also Marker who gave Varda the idea to take only photos? It might very well be. Since Marker made his short fiction La Jete, that consists like Salut les Cubains, except of one short scene, solely of still images, in 62, during the post-production of Le Joli Mai. In any case, Varda went to Cuba without a film camera, but equipped with a Leica, a Rolleiflex, and a tripod. She came back with 4,000 pictures, from which around 1,500 ended up in the film. How did she proceed? In an interview in the Centre Pompidou catalog of her exhibition of the photographs that she included in her film, still up for a couple of more days, she explains. First, she developed contact sheets. She cut out the photos and grouped them by themes like S for sugar, V for revolution, F for Fidel, Cha for cha-cha-cha, and so on. She then had to find a continuity for the different sequences. She ordered the pictures on a cardboard with a paper clip and calculated the number of images for each photo according to the rhythm of the music. Here resides an important difference and the originality between Varda's films and Marker's La Jetée. Marker didn't create sequences rhythmed after music, but arranged the still images according to the needs of the story. The cardboard then served for the filming of the pictures with a rostrum camera. So this is an ad of these rostrum cameras, also called animation stand. And here is another contact sheet, and I created a detail, and I will show you in a minute a clip of how these cameras could be used to simulate camera movements and animate the pictures. So this is a clip, and I will show it without sound so you can focus on the image, and you will see the film later, so don't worry. Travel forward. And backward. I just also want to mention that these rostrums camera or animation stands were not only used for animation, but also for the so-called art films, or better, films on art, which were a very successful non-fiction short format of the Second World War in France. For example, René made his first official or professional short, Van Gogh, with such a rostrum camera, a film that Bazin hailed as a minor masterpiece taken from a major work and 30 years later by Deleuze as a masterpiece, period. Like René Marker or the other filmmakers from the so-called Left Bank, Varda was making authored documentary. Varda's signature is present in the choices of what caught her attention, the way she photographed the Cubans, and the montage of the images. It is also a personal film. Varda has always written the voice-over narration of her films, but if I'm not mistaken, Salut les Cubains is the first time where she speaks herself the voice-over commentary and uses the first-person pronoun. Varda's voice-over commentaries are never traditional. She has never used a so-called voice of God commentary. Since her very first commissioned shorts after La Pointe Courte for the French National Tourist Office, she has been experimenting with different forms of voice-over commentaries. And like in these shorts, we have in Salut des Cubains two narrators, a female and a male voice, Michel Piccoli and Varda herself. When you see the film, I would also like you to pay attention to her wording
and the poetic wit. Again, something she shares with her friend Chris Marker, although I personally think that her commentaries are more whimsical. Here, just an example from also from the very beginning of the film, when she explains the shape of the island and some received ideas about Cuba. Bada says, Cuba was a cigar-shaped island for men and a crocodile-shaped island for ladies. This phrase doesn't make much sense without the image, where you can see that the shape of the island can be indeed associated with a cigar or a crocodile. She always likes to make these kind of playful interrelation and interconnection between the image and the words. Salut les Cubains is a film devoted to the Cubans. You will see many still and animated portraits of politicians, architects, musicians, poets, painters, her friends from the Cuban Institute for Cinematographic Art. But also, like always, and since her beginnings as a photographer, snapshots of unknown, of passerbys, peasant, dancer, and many, many Cuban women. One last clip. Not the famous sequence with the king, Benny Moré, nor the sugarcane cutting, nor the final cha-cha-cha dance, but a short animated portrait of the architect Salma Diaz that synthesizes the different means that Varda uses in the film. Et salut à Salma Diaz, architecte et planificatrice, entrevue dans le plus émouvant des documentaires, Cuba City. Elle est une des figures de la jeunesse cubaine. Elle en est aussi un des plus beaux visages. And one last quote before we see the film, quote by Varda. She says, I don't think that I ever... I don't think that I said that everything in Cuba was terrific, but I saw the enthusiasm. So now you can watch the film. So 20 years after Salut les Cubains, Varda made another photo film, Ulysse. Salut les Cubains is the result of thousands of photographs. Ulysse is about one single image. Salut les Cubains issued from a trip to Cuba. Ulysse is a journey through memories and the past. Salut les Cubains is a document of its time, Cuba in the 60s, and the fascination of the Cuban for the Cuban Revolution. Although the photograph Ulysse was taken in the 50s, it doesn't document its time. Nothing in the picture alludes to the 50s when it was taken. It is rather timeless. What do we see? A stony beach. In the background, a man and a small boy. Both are naked. And in the foreground, a dead goat. Ulysse is not a snapshot, but as Varda says at the opening of the film, a kind of pictorial composition I loved then. A still life or a landscape with figures, as the old master said. Figures, that is, nudes in the open. Here, a man, a child, my models. The film Ulysse, that Varda made some 30 years later, as she explained, is a way, quote, to explore this image, my memories and the memories of those who have posed. What is an image? And thus, it is a film about one image. Varda will unfold the articulate speechlessness of this photograph in her film. Like in her other poetic essay films or subjective documentaries, it is an essayistic structure that underpins Ulysse, an organization into chapters, juxtaposition of multiple strands and partial views. She masterfully crossbeats encounters and portraits with reference to art, myths, and literature. She interweaves individual and collective stories, the subjective and the historical, the real and her imaginary. This is all but new to Varda's oeuvre. It might be even intrinsic to her cine écriture, her cinematic writing, to use another term coined by Varda.
Wada will single out and focus on those who have been in front of the camera and behind the camera, her models, the goat, and herself. As Bart said in La Chambre Claire, the richness of the photograph doesn't lie in the fact that it calls up the past. There's nothing Proustian in a photograph. On the other hand, Bart also wrote, there's another, less Proustian expansion of the punctum, when paradoxically, while remaining a detail, it fills the whole picture. I like to consider Wada's film as expansion of the puncta she sees in the original photograph, as well as a filmic refutation of Bart's pessimistic statement that cinema doesn't give us the time to add pensiveness to the filmic image, though Bart thought of fast-paced films and certainly not of what we call today slow cinema. Quote, do I add to the image in the movies? I don't think so. I don't have time. In front of the screen, I'm not free to shut my eyes. Otherwise, opening again, I would not discover the same image. I'm constrained to a continuous voracity, a host of other qualities, but not pensiveness. Hence the interest for me of the photogram. As you will see during the film, the photo, Alice, is constantly reframed, literary and figuratively. It is framed through other photographs, documents, conversation, comments, through its inclusion in personal and public historical narratives. We can see the film, please. The TV series Une Minute pour une Image was made in the aftermath of release. 1 minute for one image is a series of 170 mini-films co-produced by the Centre National de la Photographie. It was first broadcast on public television in 1993. Wada asked 12 well-known, less-known, or unknown photographers to create imaginary albums. She herself had made 2 imaginary albums. Besides her, there are imaginary photo albums by Doisneau, Cajol, Cartier-Bresson, Sarnia Samois, Marc Garanger, Nadia Rigard, Jean-Michel Folland, Jacques Monory, Sarah Moon, Georges Fievre, Robert Delpire, Claude Nourry. Each of these albums consists of 10 to 15 images, again, made by famous, unknown, or even anonymous photographers. The voice-over comments were also very diverse and said by celebrities, friends, other photographers, neighbors, like Daniel Cohen-Bendit, a communal worker, Margaret Duras, the baker's wife you might have seen in Daguerreotype, a model, Yves Montand, Maurice Pialat, Hervé Guibert, a general and writer, a taxi driver, and Agnès Varda herself. The presentation of each photograph followed a certain set of guidelines. No critical or historical reflection. No commentary during the first and last 10 seconds. No music, because it doubts the gates. No star system. The title of the photo is only revealed at the very end, and so the name and the profession of a commentator. Thus, each image has the same chance. As a former photographer and filmmaker, Wada was fascinated by the effects of words on the image and effects of images on words. She wanted to make, quote, a series of mini-films about images and the imaginary, a variation on the gaze and on the views. So of these 170 mini-films, we have now only 14 available, the 14 that Agnès herself has made and commented. And I prepared a selection of 5. Each is approximately 1 minute and 30 seconds. Okay, I will move on to the video installation. La Terrasse Le Corbusier and Les Gens de la Terrasse is a video installation made in 2007. Wada started to make video installation in 2003 when she was invited by the curator Hans-Ulrich Obrist to participate in the 50th Venice Biennale.
Since then, her photography, installation and video work have been exhibited internationally, and she had had solo shows, among other, at the Fondation Cartier in Paris, in the Stedelijk Museum in Ghent, the China Central Academy of Fine Arts in Beijing, at the LACMA in Los Angeles, currently at the Centre Pompidou, next month in Ixelles in Belgium, etc., etc., etc. Like Elise, the installation Les Gens de la Terrasse is based on a single photograph. But in contrast to the photograph Elise, La Terrasse Le Corbusier is not a composition, but a snapshot. A snapshot that Varda took in 1956 on the roof terrace of Corbusier's City Radieuse in Marseille. Here's an installation view. Unlike Ulysse, I think the photo on the terrace is not timeless, but somehow dated, at least through the clothes and the photo camera. Like Ulysse, it is a photograph that kept intriguing Varda over the years. But unlike Ulysse, Varda didn't know anything about the people depicted. So 50 years later, Varda imagined a script that tells, quote, the unlikely story of a photograph taken in the mid-50s. Questioning a still image, a snapshot, led me to investigate the mystery of a captured instant. What were these people doing together in the same place at the same moment? They even may not know each other, and I know nothing about them. From watching one silent image shot in 57, I imagined what happened at that instant, and in 2007, I created a screenplay that could be true and made a short film, Play the Game. Any other screenplay could be possible. So I will show you now a documentation. So the installation is always the still image, the photography in black and white, and then on the white side, as I had, you have the video that plays. So in Varda's imagination, the six people are a family. The elderly couple are the parents of the young mother, and the young couple with the baby are accompanied by the father's mother. And Varda tells a possible story of what could have happened before and after the snapshot. But only a video installation can present and juxtapose simultaneously a still image and moving images. On the one side, the stilled life of the photograph, the has-been. On the other, the ever-present of the moving image. On the left, the gaze of the photographer Varda. On the right, the imagination of the filmmaker Varda. A co-presence of two forms of active gazes. And this takes a step further what has been done in Salut les Cubains Olis, or what Varda wrote in 94 about photography and cinema. Quote, photography and cinema, these two ways of capturing life, one immobile and silent, the other in motion and sound, are not really enemies, but simply different, even complementary. With photography, we have movement that has been stopped or inner movement immobilized. On the other hand, the cinema gives us a series of successive photographs in a length of time that animates them. But there are another way to combine these two visions. You could film the photographs themselves and show them on the screen. You can add to the fixed image the possibility of seeing them in a determined length of time. Make what is fixed come alive by the active gaze. One could also say that the installation brings forward the imaginaries related to photography and cinema. As much as Ulysse and 1 minute for one image, the investigation about the power of one photograph, the installation Les Gens de la Terrasse brings out the imaginary potential and dynamism of cinema, and in particular the imaginary space of the off-screen or off-frame space. Varda has not only made a film about a possible story, the before and after the snapshot, but also work about the off-frame. She gives us insight in behind the scene. It's a kind of making of.
She gives us glances in the production when she recounts a different stage involved in the process of filmmaking, from the initial idea to the story, the casting of the local actors, the choice of location, the building of the sets, the crew, etc. Since the writings by Bazin, Noel Birch, Bonitzer, Stephen Heath or Jacques Aumont, we are well accustomed to distinguish on-screen space from off-screen space or off-frame space. We know that this unseen imaginary space can be evoked through different means, like the character's gaze off-screen or by the exit and entrance from the frame. One can even further the distinction, like it has been done in the 60s and the debates about the ideological implication of cinematic apparatus. Thus, certain French scholars make a difference between the hors-champ and the hors-cadre. In opposite to the hors-champ, the imaginary diegetic off-screen space, the hors-cadre, the off-frame, is the space of the film production. Unveiling this off-frame space can unsettle the viewing experience, voluntarily or involuntarily. Involuntarily, if a microphone boom appears in a classical narrative fiction film, that would be considered as a technical mistake and disrupt the immersive viewing experience. But it can also be revealed voluntarily, like in post-classical fiction and documentary films. Think of Godard's Deux ou trois choses que je sais d'elle, or Rouge and Edgar Morin's Chronicle of a Summer. Films that include this kind of self-reflexive revealing, laying bare the behind the scenes, the material production conditions under which the film was made. In 2004, for her exhibition at the Fondation Cartier, Wada has made already an installation, The Triptych of Noirmoutier, in which the cinematic off-screen space was at play. The Triptych of Noirmoutier comprises three screens, two of which are folding and can be opened and closed by the visitors to uncover the central panel. The central panel depicts three characters in the kitchen, and when they move to the left or right, we follow them to the side panels, which the visitor can open or close. Oops. Oh, it's gone. Sorry. When the side panels are open, they reveal the off-screen space, as, for example, the man going on the beach or the elderly woman arranging the closet. In some respects, it's eventually the visitor who is editing the piece, revealing or hiding the hors-champ, the off-screen space, the space that is not visible in the frame, but which can extend the actual frame. And as in a film, the disclosure of the off-screen space can be motivated by sound, looks, movements by the camera or off the camera. Portrait à volet, video, with video rings or panel. My last example is Marie in the Wind. And in Marie in the Wind is part of a new series of triptychs that Wada started to make in 2011. I still hesitate to show the documentation since no two-dimensional reproduction can render the viewing experience in a museum or gallery space. The central panel is always a silver photograph, and the two side panels are video images. In fact, it is a single channel video, and it's very hard to install because you have only one video projector and you have to blank out the part where the photograph is. So what was a narrative, fictional investigation of the still photographic image versus the moving video image and the people on the terrace has here become a purely visual exploration. What captures movement? What renders movement better? The unmoving image of Marie with her tousled hair and the blurry blades of the toy mill? Or the slow turning wind turbine spinning with hypnotic regularity? Movement is not always where you expect it to be, said Wada. Photography and cinema are two ways of capturing life.
She also said at the time when she was making 1 minute for one image, photography never ceased to instruct me when making films. And I would like to add, photography never ceased to instruct Varda when making installation. Nor does cinema ever cease to instruct Marda when making installation. She is still exploring and questioning the polarity between the still and the moving, and keeps reconnecting, complementing, intertwining these media as a matter and as a subject. Thank you. Thank you. Dominique, I said right now that my head is spinning because... Can I ask him slowly or fast? what was slower before your talk, because now I feel I'm so inspired and motivated by the many different examples of Varda's use and interest in photography in and of itself, but in photography's relationship to movement and to cinema, and then to installation. Maybe I'll just start with just a very simple question. You mentioned at the end that I think we have to stand closer to each other because they film us back there. And they always tell me, if you don't mind, I'm sorry. They can take a still image. That right. you mentioned at the end that Varda said that photography never instructs her filmmaking. Never ceases to instruct. Okay, good. Okay, that makes more sense to me. Mm-hmm. Never ceases to instruct her. Mm-hmm. Her filmmaking. Mm-hmm. Okay, maybe then I'll just start with these last two examples. You brought up issues of the off-screen, and I was very fascinated. I'd just like to hear maybe more thoughts about this. The off-screen is a space for the spectator. I think usually it's a space that the spectator imagines. Mm-hmm. And what I found so interesting in the example of the triptych is that actually she sort of literalizes that in the fact that viewers of the exhibition have the choice to physically come up and make, let's say, the off-screen visible. In doing so, of course, they turn the off-screen into another on-screen. Mm-hmm. It's a couple of observations, mm-hmm. but I felt that that then there's a radically different practice in this last mm-hmm. example where we have a kind of triptych. Mm-hmm. We have, in a sense, is it a montage of three different images? Are the two sides the off screen of the center image? If so, are we now back to a different relationship between images, one of let's say montage, which do you understand some of the things I'm trying to? It's not a concrete question. I'm just trying to open up these relationships between between images. She works with still images, but to get them moving, you have shown us many different ways that she gets them moving. Yeah, I mean, there is the first, a very simple, let's say, technical aspect. Right, the animation. Etc. But what I think is, I'm still not through with thinking about these works, is the active gaze. Mm-hmm. And so you have the active gaze by Varda. So, and then you have the active gaze of the spectator. And the different ways to stimulate that. So it is, and this is, I think, in the core of her, often of her work, is to involve you as a spectator, but not to overwhelm you. You have to participate. You have to bring in your imaginary, and hopefully will meet Agnes's imaginary. So the movement and the gaze is very much related to create something that triggers off an investment, an exploration in the imagination. And mm-hmm.
In films, especially in Salut le Comte, it's very fast, so you don't have much time. But it becomes slower and slower and ask you to spend more and more time with the image. Mm-hmm. And another form of movement is what you bring to the image. So in this respect, this TV series is very, very interesting as a transition, mm-hmm. because when you look at these photographs for 10 seconds, you are attracted or by other things. But once you have what she proposed to you, it really changed your way of looking at the photograph. And so when there is, at the very last example, mm-hmm. not longer this direction with the words, it depends solely on what your imagination, your activity can bring to the image. Okay, maybe just one more comment question and then we'll open it up. I keep turning Roland Barthes mm-hmm. around in my head, and you brought up Roland Barthes. For people who don't know, of course, Roland Barthes, as you said, has a very complicated relationship to cinema. Mm-hmm. You know, resisting it because he feels it doesn't allow him the pensiveness to think about the image. Mm-hmm. I feel like showing like Salut les copains. Les copains. Salut les copains. Yeah. Why not? Yeah, that's what the title originally refers to. Les copains. So hello Cubans or hey there Cubans and the Ulysses film in a sense seem to be providing two very different approaches. Like it seems that, if you will, Barthes would have hated the Cuban film, and he probably would hate the other film too if he hates film so much as he seems to think he does, but I don't think he did. Yeah. But the Ulysses film is almost a laying out of mm-hmm. Barthes' essay about the relationship between the punctum, mm-hmm. you know, that which is in the image that really grabs you individually, and the studium, the whole cultural and social mm-hmm. historical knowledge that one brings to the image. Because mm-hmm. that's what Varda does in that film. Yeah. It's a fascinating film. Yeah. And so does that fit in? Is that, I don't know what I mean, we don't care necessarily about what Barthes would think. I'm more interested in what you think. Yes, About Varda trying to work through the relationship between still image and movement, yeah. and how to work with that in cinema. And it's about the same time. I mean, I think La Chambre Claire is 81 or something like that. So I don't know. I never asked her if she has read it. But anyway, she doesn't like these kind of questions. I mean, yeah, that's why I ask you. She doesn't like to be pinned down to scholarly exactitude. It's nothing what she likes. But I feel exactly the same way. I mean, it is... it is fascinating because really the photograph doesn't tell anything. It's only, again, your investment. Mm-hmm. And in Ulysses, she is really laying bare her own investment, her mm-hmm. own attachment to the, to. But this is also so astonishing that the man and the boy, they don't want or they cannot remember. And you could have expected that the, when you see this picture, it would trigger off the memories. So you don't know if it does something to them and they just don't want to speak about it, especially with the boy, because it's so painful. But then you have the mother, and the mother is capable of saying, this is a very painful period in our life. It's not this photo that brings it up, but I remember this period. And so I think that's extremely interesting, this, because what does it, is it only when you start creating all these stories connected to a photograph that they are really related to the past? So if your family, your parents, your sisters and brothers wouldn't have told you all these stories, would they really function as a bridge to this moment? Or would it be something like Ulysses, timeless? It could be, why would you recognize yourself if nobody would tell you that this child in the picture is you? I mean, how would you know? I mean, it's totally hypothetical, but unless you have that bodily memory of lying on the beach. Yeah.
But the man remembers what he was wearing, the shoes. And so, she tries to trigger the, even with the pebbles. She brings the stones as if the stones might be more real than a photographic image. Mm-hmm. Good. Yeah, our first question. Yes. Hello. Good evening. I find it's yes, she illustrates. She's very. You can speak German. That's not. I might be able to answer in German, but you can speak whatever language you feel comfortable with. Ich finde, es ist sehr didaktisch, was sie macht. Also sie illustriert tatsächlich viel, was an Phänomenen geschieht und eben sowohl Beziehung zwischen Foto und Film, also Bewegtbild und Festbild oder stehendes Bild. Und auf der anderen Seite eben der Gedanke und die Erinnerung durch das Bild. Aber es gibt etwas anderes, was also ich finde das sogar sehr klar, was da passiert. Und ich muss sagen, bei mir war diese Bilder, die für 10 Sekunden gezeigt wurden, oder auch Ulysses, da war es noch stärker. Als ich das Bild sah, ich fing sofort an, eine Geschichte, eine Beziehung zwischen den Elementen aufzubauen und wurde dann aber plötzlich enttäuscht, weil die Geschichte ja doch eine ganz andere ist. Und dieser Effekt war bei den folgenden, diesen 1 Minuten langen Bildern, aus dem Fernsehen noch viel stärker. Da war so diese Überraschung und auch die Enttäuschung noch mehr. Also deswegen am Ende, nach Ulysses dachte ich, eigentlich sollten doch alle Filme so sein. Das sollte doch eigentlich ein Film sein. Ein Bild und alles, was darum geschieht. Nicht so sehr eine Handlung, die irgendwie durch Bewegtbilder entsteht oder. Aber meine Frage zu den Off-Kommentaren. Also der Film Salut à Le Cubain oder gibt es einen Wechsel zwischen der männlichen und der weiblichen Stimme. Und mein Französisch ist leider nicht so gut, dass ich einfach die Untertitel mir wegdenken könnte. Deswegen, ich überprüfe in den Untertiteln immer noch mal das, was ich geglaubt habe zu verstehen. Und dabei merkte ich nicht, wie die Wechsel zwischen der männlichen und der weiblichen Stimme geschahen. Und deswegen möchte ich dazu nochmal fragen, also weil es ist ja, der Einfluss von diesem Off-Kommentar auf das Bild ist ja enorm. Und im Grunde genommen, das Bild kann aufgebaut werden durch diesen Kommentar, es kann aber auch völlig zerstört werden. Also so, und deswegen, gibt es irgendwie noch etwas zu sagen zu diesen Wechseln zwischen den Kommentaren? Weil ich hatte, die Untertitel haben irgendwie so eine neutrale Funktion. Da kann man irgendwie die Perspektive oder so kaum bemerken. Aber sie haben den Hinweis auf den Rhythmus und die Sprache gemacht. Nur achten Sie auf den Rhythmus der Sprache. Und ich habe immer wieder die Untertitel gelesen und das nicht gemacht. Ja, es geht auch sehr schnell. Also es ist ein Salut de Cuba, es ist völlig packed. With images and words. Da ist keine, man kann kein richtiges System herauskriegen, wie die weibliche und die männliche Stimme funktioniert in Salut les Cubains. Was interessant ist, dass sie den Kommentar auch spricht, ist nicht mal ist nicht auf dem Abspann oder Vorspann zu sehen. Es ist nur Michel Piccoli. Und die Verteilung, also man kann nicht jetzt sagen, dass sie eher etwas, sagen wir mal, beiläufige Bemerkung, aber persönlichere, sie kann genauso viel informative Information geben wie die männliche. Also da gibt es nichts, was man jetzt sagen könnte, das wäre der weibliche Part und das wäre der männliche Part. Und das hat sie auch in den früheren Kurzfilmen, wenn sie da gespielt hat, also die sind dann ein bisschen systematischer. Aber dann von einem Film zum anderen wechselt das dann auch. Also, aber es sind, das ist halt schon interessant, weil das in dem Zeitraum eben diese Innovation in Bezug auf die Off-Kommentar, also was Marc auch angesprochen hat, diese Kurzfilme, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich gemacht wurden, wenn Sie Renés gesehen haben, ist ein anderes. Saint Debat ist auch ein Kind, weibliche kindliche Stimme und ein Mann. Also da waren jede Menge Experimente, die gemacht wurden, um diese trockenen Kommentar im Dokumentarfilm
neu zu beleben, also ganz anders zu gestalten. Darf ich kurz was reinwerfen? Nur dass ein Unterschied, was ich bemerkt habe, ist, dass es anfängt mit der männlichen Stimme irgendwie zu erwarten, ne? Diese Männer, die kommentieren die ganze Welt. Und dann kommt die weibliche Stimme in der Ich-Person. Mhm. Ja. Was mir scheint sehr relevant, dass der Mann nie in der Ich-Person spricht, aber die weibliche Stimme schon. Ja. Das ist auch meiner Meinung nach der erste Film, wo sie Ich sagt. Das scheint sehr wichtig, wenn man denkt über die so politische Perspektive auf Kuba. Also wenn man sie fragt, sie sagt, es ist alles sehr progressiv gekommen. Also auch, weil man sie fragt, den Gleaner Eye, warum sie jetzt da sich selber gefilmt hat, etc., etc., und ob das narzisstisch wäre und wie das dazu gekommen wäre, dann erklärt sie gerne, wie das eben, sie hat erst die Kommentare geschrieben und von anderen sprechen lassen, dann hat sie angefangen selber zu sprechen und dann, wenn sie angefangen hat selber zu sprechen, war es völlig normal, dann auch mit den Leuten vor der Kamera zu interagieren und dann selber in den Film mit reinzukommen. Gibt es andere Kommentare? Jetzt sind wir in eine andere Sprache gewechselt. Better or worse? Gerne auch auf Deutsch oder Englisch. Ja, und bitte warte einen Moment auf das Mikro, weil es wird alles für die Ewigkeit gespeichert. Schrecklich. For good or bad? Ja, es geht um die Verbindung zwischen Chris Marker und Agnes Varda, also zum ersten Film. Sie haben ja die Verbindung gezogen zu La Jetée und da wollte ich fragen, weil es ja jetzt auch eben nur in Standbildern umgesetzt wurde, ob es da vielleicht auch eine größere Idee gab, irgendwie Filme anders zu gestalten, beziehungsweise es sind ja auch einerseits ein Dokumentarfilm, ein Spielfilm, oder aber auch das Verhältnis eben zwischen Varda und Marker, ob es da irgendwie noch weitere gegenseitige Einflüsse gab, weil sie ja erzählt haben, dass er sie eben überredet hat. Also überreden, wahrscheinlich musste er das nicht, aber sie sehr encouragé, also ermutigt hat, das auch zu machen. Und ich meine, die sind ja Zeit, also sie hat Chris Marker kennengelernt über Alain René, der den Schnitt von La Pointe Courte gemacht hat. Und dann ist, also das erzählt sie in der Plage, also das ist alles jetzt von ihr selber belegt worden in ihren Filmen. Und bis zum Ende, also in den letzten Fernsehfilm, den sie gemacht hat, Daniel Di Silla, da hat sie ihn, also Chris Marker, besucht und seinen Arbeitsraum gefilmt. Die waren über die ganze Zeit, also von dem Anfang bis zum Ende, sehr, sehr, sehr eng befreundet. Und vor allen Dingen in den Anfangsjahren, also als die alle angefangen haben, die sogenannte Left Bank, Rive Gauche Gruppe, René, Chris Marker, Agnès Varda, Franju, aber vor allen Dingen Alain René, Chris Marker und Varda waren sehr eng miteinander verbunden. Und sie ist ausweichend, also in dem Katalog, der jetzt zu der Ausstellung in Paris rausgekommen ist, da wurde sie auch nochmal gefragt. Und dann sagt sie eben, ja, meiner ist ein Dokumentarfilm und Marker ist ein Spielfilm. Aber es ist schon frappierend, dass das genau bevor sie nach Kuba ging, dass er da La Jetée gemacht hat. Aber eben darum wollte ich das auch reinbringen, dass das jetzt nicht, diese Kamera wurde eben auch sehr viel für diese Filme über Kunst benutzt und Alain René, sein Van Gogh, ist alles nur Aufnahmen von Schwarz und Weiß, Reproduktion von Van Goghs Bildern. Und da hat er einen Film über Van Gogh gemacht. Also das war, und Arcadie war einer der großen Meister, die Spezialeffekte, das fiel unter Spezialeffekte, und der war auch mit Chris Marker, Agnès Varda, Alain René, Teil von der Groupe des Trente, die sich für den Kurzfilm sehr stark gemacht haben. Also das
das kann man jetzt nicht mehr, ich glaube nicht mal, dass man sehr viel weiterkommt, wenn man sagt, der hat das beeinflusst oder der das. Das waren Sachen, die, ja, so, man hat sich überlegt, gemeinsam die filmische Sprache neu zu beleben oder mit ihren eigenen Anstößen in verschiedene Richtungen zu bringen. So sehe ich das lieber. Hier ist deine Frage von Verena. Ja. Mund, hier in der Mitte. Du hast dich nicht angemeldet. Ja, ich darf nicht sagen. Das ist mir zwar gerade etwas eingefallen, aber ich darf nicht sagen. Vielleicht nach Verena, dann zu dir, Vinzenz. Ja, ich fand es bei dieser Installation mit dem Snapshot sehr interessant. Also das war, glaube ich, die drittletzte Installation, ne? Diese Schwarz-Weiß. Ja, die drittletzte, richtig. Dass sie da einerseits das als ein Snapshot visioniert und das damit sozusagen, das dann aber fiktionalisiert, aber sie keine Geschichte anbietet dafür, für denjenigen, der die Aufnahme macht. Also dass sozusagen der Snapshot einfach nur im Bild bleibt und die Aufnahme, also wo das hat sie da mal irgendwie was zugesagt oder so? Das fand ich sehr nicht, dass ich wüsste, aber sie kommt ja anders wieder rein, weil sie ja dieses Ganze, die Vorbereitung bis zu der Fiktion, also dass man diesen Übergang von, natürlich war da eine andere Kamera, die das alles filmen musste, aber dass diese Off, also wieder mit in den Film reinkommt, also anstatt wie in Ulysse sich einzubringen, was sie in der Zeit gemacht hat, als sie das Foto aufgenommen hat, weil sie den ersten Spielfilm vorbereitet hat, etc., etc., ist es hier, sie in, wie sie die Vorbereitung zu diesem kleinen Fiction-Film macht. Und also da ist für mich diese Verschiebung von was das Off ist. Also das Schwierige ist auch in diesem Off, weil man das meistens eigentlich nur mit Fiktion verbindet und nicht sozusagen was im dokumentaren Bereich die Stimme macht. Das ist ja auch ein Off, weil wir haben ihren Kommentar, der kommt ja auch noch von einem anderen Ort, der nicht mal nicht präsent ist. Also das ist so eine Überlagerung von diesem, alles was Imagination vor dem Dreh ist und Imagination beim Zuschauer. Und idealerweise kommen die vielleicht zusammen. Vinzenz Hedeker. Vielleicht gibt es noch andere. Nein, ich wollte nur kurz anmerken zu dieser Frage der gegenseitigen Beeinflussung, gewissermaßen eine Fußnote zu deiner Antwort. Du hast ja gesagt, da zirkulieren die Dinge und die arbeiten alle irgendwie zusammen. La Pointe Courte, den wir auch zeigen werden im Sommer, scheint mir da ganz besonders interessant zu sein. Den hat ja René geschnitten und man kann irgendwie sagen, der Einsatz des Films besteht darin, zwei Kunstfiguren aus einem Pariser künstlerintellektuellen Milieu in der Kulisse eines neorealistischen Films sich bewegen zu lassen. Und in dem Film gibt es immer wieder diese Passagen, die außerordentlich durchkomponiert sind, immer auch in Verbindung mit dem Einsatz der Musik, die wir ja gehört haben, also dieses Klarinettenmotiv, das bei Ulysse als Musik nochmal aufgerufen wird. Und wenn man sich den Film anschaut, glaubt man, so etwas wie eine Skizze für die Spielfilme von René zu sehen, eigentlich. Als hätte sie die Stilformeln erfunden, die er dann weiterentwickelt bei Hiroshima und so weiter. Aber es war eigentlich, er muss dann auch, da, weil er, also Varda in ihrem Buch, das beschreibt das, als sie von Freunden erzählt, also sagte, sie sollte mit René Kontakt aufnehmen, hat er erst abgelehnt, weil er sagte, ihre Forschung oder ihre Interessen im Film sind zu nah an meinen eigenen Interessen. Mhm. Und dann hat er gesehen, sie hatte ja überhaupt keine Ahnung, wie man Filme macht. Und dann hat sie gesagt, ja, aber mit diesem Material kann man nicht umgehen, dann müssen sie erstmal alles, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, beschriften, alles, was sie gefilmt hat. Und wenn das
wenn sie das gemacht haben, dann kann man dann weitersehen. Aber er dachte, er hätte das abgeschlossen. Mhm. Und dann hat sie, ich weiß nicht, in einer wochenlangen Tag und Nacht das gemacht. Und dann hat sie den René wieder kontaktiert. Und dann war er eigentlich angeblich so baff, dass sie das tatsächlich gemacht hat in so kurzer Zeit, dass er dann sich da also eingewilligt hat, den Film mit ihr zu schneiden. Mhm. Also da ist es also wieder, also dass diese Parallelen, also diese bestimmte intellektuelle, artistischen Fragen nicht nur von einem Filmemacher in Angriff genommen wurde, sondern von verschiedenen. Entschuldigung. Nee, kein Problem. Okay, I'm gonna switch now. Might be better for me. I had a question about the triptych piece as well. And which thinking one? About the very last, the last or one. The last one. Yes, Marie. Yeah, particularly I was thinking of the windmill piece with the flower and how you talked about the different kinds of, or the relationship between movement in the two different media that are included in that piece. But I was wondering if you could say something about the black and white, because I think you said all of the middle images were black and white. And for me, that seemed to signal a different kind of register in terms of movement, a movement that, I guess, in like Bartesian terms would be only anchored in pastness, whereas the color seems to portray an almost kind of exaggerated, in comparison, liveliness of movement or liveness of movement. Mm. And therefore, I found it a little bit difficult to compare the kinds of movement in both of these pieces, although they're clearly connotated in the images themselves. Mm. Could you say something about the black and white and whether that scene, whether that you think it offers a different kind of temporality, or whether it historicizes the movement or the image, or what's going on with that? I mean, this is something you couldn't see because it was a digital reproduction of a photo, Argentic print. This is only something you can really see when it's installed. And then the difference between the quality of the image is immense. And the movements of the video image also creates very strange effects on, is the moving, the black and white photograph, is it melting into the wall or is it coming out of the wall? But this is nothing you can see. This is all digital. So this is the problem. This is also why I'm hesitating. Is it okay to do it, or should you better not do it? In any case, it's the photograph is black and white and has a totally different quality, texture. I'm not a specialist of all these details. What you talk about, I don't know if the temporality of taking this kind of image is different. But what I see is really the difference. And in this piece in particular, what I think is, for me, the big question is, how is movement captured, or better captured? And I cannot decide. I mean, at one hand, you can say it's the de Cartier Bresson, the instant, I'm blanking out, the famous, how is it called, when you have the precise moment, is it that in English? I'm just blanking out. So to capture something at a very precise, it's Doisneau, not Cartier Bresson. And so this very particular moment when you capture a person in movement that renders this incredible effect. And so I wonder, is the wind in her hair or in this toy not more expressive than the symbolic machinery that is used to capture wind? But I don't think that you have to decide. I think the question is more important. To have this question and to wonder about that and to keep going thinking about these kind of questions. Another movement. Spinning.
For anyone first who didn't, jemand, der noch nicht, für die noch nicht was gefragt hat, die gerne eine Frage stellen möchte, wir haben so eine zweite Anmeldung. L'instant décisif. That was, yeah. Okay, vielleicht dann zweite Anmeldung. Ja, und darauf Bezug nehmend, je les leuse. Also, was sind das für Bilder? Wie werden die Inhalte behandelt? Und ich muss wieder an dieses Bild von der Architektin denken, Diaz, ne? Wo die Off-Stimme ja sagt, eines der schönsten Gesichter. Und dann sieht man ihr Gesicht, ich glaube, in 5 Fotografien. Und das letzte blickt dann den Betrachter an. Und links von ihr sind solche Holzbretter, die irgendwie so Nägel haben. Und diese Nägel scheinen auch wieder ein Gesicht zu bilden. Also eben dieses, das Gesicht, was bei Deleuze ja eben auch so exemplarisch vorgeführt wird. Aber nochmal zu Salut à la Cubain. Das ist ja so ein Film, der versucht irgendwie in wenigen Bildern, in relativ wenigen Bildern. Nur auf 1500. Für, ne? Also in wenigen Bildern. Und die wurden wiederholt. Genau, und auch noch das. Also in wenigen Bildern alle Bilder zu zeigen. Und diese Reflexion zu sagen, ich zeige dir in wenigen Bildern alle Bilder, die du dir vorstellen kannst über dieses Land. Ja, also diese Idee, dass die Bilder, die ich gesehen habe, sind alle Bilder immer so. Ne? Diese Vorstellung. Da gibt es am Ende, wenn diese Sara Gomez, die ja eine wichtige Filmemacherin ist, sie kommt ja ganz zum Schluss, nachdem die Gesichter der Frauen, die Gesichter der Künstler gezeigt wurden und sie tanzt. Und sie ist so ein bisschen so, weder das eine noch das andere. Also, oder sie ist alles zugleich. Ne? Sie ist Benny More, sie ist die Frau, die Gesichter der Frauen, sie ist die Filmemacherin, wobei die sehe ich jetzt nicht unbedingt bei ihr zum Schluss. Also ich meine, wenn man sich die Porträts anschaut, dann kann man sich bei ihr am wenigsten vorstellen, dass sie die Filmemacherin ist. Dann hat sie noch diese Militärhose an, was ja auch irgendwie nicht intellektuell wirkt, sondern eher so, und aber nur die Hose und das Oberteil ist schon wieder was anderes. Ne? Also ich finde ihre Figur finde ich besonders interessant, weil es gibt auch nur sehr wenige Bilder von ihr. Also wenige Bilder, die bekannt sind. Und ich habe sie nicht wiedererkannt. Ich kenne nur ein Foto von ihr, auf dem sie wirklich aussieht wie irgendwie so ein kleines Kind. Und es ist auch noch von oben herab fotografiert, als säße sie im Publikum. Ja, und das ist so das erste Bild von ihr, was ich sehe, wo man sie eben so auf eigentlich so auf Hüfthöhe hat und sie eben so sehr nah an die Kamera tritt. Also ja, das eigentlich nur als Anmerkung. Aber ja. es gibt bei all diesen Bildern auch noch dieses, es gibt Bilder, die lassen ein wohliges Gefühl aufkommen, so viele Good-Momente, und dann gibt es wieder Momente des Befremdens. Und die fand ich besonders dann, wenn eben die afrikanischen Kulturen dargestellt werden. Da tanzen die Leute nicht in den Bildern. Da sind die Bilder viel länger. Da wandert das auch. Also ich kann einfach nur zuhören, was sie alles zu dem Film sagen. Ich wollte nicht so viel, also ich hoffe, dass ich nicht zu viel den, also ich wollte ein bisschen Richtung geben, aber ich wollte jetzt auch nicht den Film vorerzählen und dass man dann nur den Film sozusagen als Nachweis, was man dazu sagen kann. Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass das Bilder sind, die ich erwarte. Da sind Klischees, aber die werden als Klischees für mich, das war auch gängige Praxis in den 60er Jahren, Klischees als Klischees zu benutzen und dann umzukehren. Aber dann finde ich sie auch ganz schön frech, dann eben die Hintern von den Frauen in ihren engen Röcken als sexy S zu, oder dass die weißen Mädchen mit schwarzen Puppen rumlaufen und die, also da gibt es immer so Momente, die ein bisschen ins Off gehen. Und auch würde ich uns daran erinnern, dass es ist Varda selber, so die Frau sagt, dass die Architektin so die schönste Frau ist und dass sie endet den Film mit Sara Gomez, was auch eine Gewicht hat. Dass man verlässt. Und Sara Gomez, für diejenigen, die nicht wissen, hat den Film De Cierta Manera, One Way or Another, wirklich
sehr wichtige revolutionäre Dokumentarfilm in Kuba. So es ist sehr interessant, dass sie die Entscheidung trifft, mit ihr zu enden. Darf ich vielleicht noch ganz kurz dazwischen gehen und die letzte Anmerkung aufgreifen, dass es da einen Moment der Befremdung gäbe, wenn die afrikanische Kultur thematisiert wird? Das sehe ich so nicht. Das scheint mir der Film so nicht herzugeben. Also das fängt schon bei der Figur von Benny Moiré an, vor allem aber am Schluss dann, wo es um die 104-jährige Frau geht, die auch tanzt. Die gehörte zu einer Community von Sklavenrebellen, die von Haiti nach Kuba geflohen sind vor den anrückenden napoleonischen Heeren, beziehungsweise die Nachfahren dieser Leute. Die tanzen einen französischen Tanz. Das ist die Figur, wo es eine kulturelle Verbindung zu Frankreich gibt. Und da das arbeitet, also das wird jetzt so. Machen ja nicht nur die französischen Sklaven, das machen auch. Also das war auch eine Art und Weise, die Herrschaftsverhältnisse auf den Kopf zu stellen. Mhm. Also die haben, nee, klar, aber ich sage mal, das ist der Moment, wo sie dann sagt, und dann gibt es noch die französische Verankerung, nicht? Also da ist sie eigentlich am nächsten zu Hause. Aber es ist sehr, sehr reich, der Film. Also. Ja, klar. Also auch was sie alles an Recherchen gemacht hat über diese ganze Musik, finde ich sehr beachtlich. Also wenn man denkt, dass sie da, ich weiß nicht wie lange, nur in Kuba war und was sie dann alles herausgefunden hat. Oh, sorry, ich wollte nur ein Zeichen machen zu deinem Mikro. Oh! Ich bleib im Off. I'd like to switch totally language first and then also the topic that we've been discussing and to make a comment basically about the film Ulysses, which I found very interesting, very actually amazing. And I found, the title is Ulysses. So of course we have a lot of parallelisms with the Odyssey. Mm-hmm. And one that really struck me was the fact that of the comeback. So when Ulysses comes back, his wife and everyone doesn't recognize him, only the dog. Mm-hmm. And in this film, when the photos come back, mm-hmm. the people that they are represented don't recognize, they don't remember the past. And I found this very interesting, this parallelism that I think it was not mentioned in the film. No. And I wanted to stress it and to think what you think about it. As also the dog is the animal without time, because the dog recognizes him, he doesn't have time. Like the photo, we could say that the photo symbolically is the animal without time. It's wonderful. I love your comment. She used the most poetic goat, who has eat imaginary to ruminate, but yeah, no, she's not commenting on the dog, but it's very nice what you were just saying. I love it. Any other comments, questions? If not, then there's one. Yes. Sorry to wake you, Vincent. Ich bin selber aus Brüssel. Können Sie vielleicht ein Wort verlieren über die Ausstellung, die da stattfinden wird und wie es kommt, dass sie da geboren wurde? Ich glaube, ihre Mutter war schwanger. Nein, sie ist ja Belgierin ursprünglich. Die sind, wenn Sie alles wissen wollen, gucken Sie sich Les Plages d'Agnès an. Sie ist da geboren unter dem Namen Arlette Varda. Ihr Vater ist Grieche. Und im Krieg sind die nach Südfrankreich geflohen und dann hat sie ihre Kindheit in Sète, wo sie La Pointe Courte gedreht hat. Aber sie ist in Ixelles, wie ich verstanden habe, ist das eine Nachbarschaft in Brüssel. Und die haben ein Museum, das kein Mensch kennt, in Ixelles. Und die haben Agnès Varda gebeten, eingeladen, eine Ausstellung dazu machen. Und wenn ich mich nicht täusche, ist es irgendwie Ende Februar wird das eröffnet. Und da wird Alice Edevache ist da, Patatutopia. Die Fotografien, die wir in Chicago hatten, die sie ausgewählt hat, die wir Walking Pictures genannt haben, Schnappschüsse von Menschen in Bewegung.
Und dann hat sie ein paar neue Sachen gemacht, insbesondere zu ihrer ihre Mutter war eine große Verehrerin von Astrid. Und da macht sie anscheinend ein Cabinet, nicht de Curiosité, nicht ein Cabinet de Curiosité, aber ein Paravent de Curiosité, wo sie verschiedene Artefakten, die wahrscheinlich von ihrer Mutter noch kommen, in Verbindung bringt. Also soweit ich weiß. Aber ich würde mir das gerne anschauen. Kann ich auch nur empfehlen. Also Patatutopia ist da auch. Das ist eine fantastische Installation, die aber auch überhaupt nichts hergibt, wenn man das versucht, irgendwie auf so einer flachen Leinwand wiederzugeben. Dem ICE von Frankfurt aus in 3 Stunden zu erreichen. Und morgen gibt es die Gelegenheit nochmal mehr über die Installation. Ja, weiter mit Dominik Bluer zu diskutieren über ihre eigene Erfahrung, weiter zu kuratieren und vielleicht anhand Beispiele aus ihrer eigenen, die Ausstellungen, die sie mit Varda gemacht hat. Das wird sicher sehr spannend, wie sie heute Abend vermuten könnte. But please join me now in thanking. Well, thank you for staying. And you're so lucky that Agnes is coming. Really, if you haven't seen her live, you have to do that. She's 87 and she's so productive. If I have a tenth of her energy when I'm 80-something, I will be so happy. She's amazing, and it's so wonderful that you're doing these lecture series. She is really an extraordinary woman, extraordinary artist. So that's really great. No, you've made that clear tonight. Thank you, Dominik Bluer. Please join me in thanking Dominik.